Aber erst müssen wir mit unserer Katze spielen. Ich finde das einfach, allein deswegen ist mir das Spiel sympathisch, dass man im ersten Teil so ein kleines Kätzchen hat und im zweiten Teil ist das eine riesige, fette Katze. Allein deswegen liebe ich das Spiel. So, ein bisschen trainieren. Wir haben unseren Katzen so einen Roboter gekauft. Also Roboter, ich nenne das immer Roboter. Das ist einfach nur so ein Ding mit Batterien, das sich automatisch quasi wieder aufstellt. Also das so gewichtet ist, dass es nie umfallen kann. Und das oben quasi so ein Bommel im Kreis dreht. Automatisch und die Richtung wechselt und so. Und das finden die Katzen total cool. Da können die sich stundenlang damit selber beschäftigen. Das ist spitze. Ich muss den nur immer wieder mal einen neuen Bommel bauen und das ist dann gar nicht so leicht, das richtige Gewicht für den Bommel hinzukriegen. Weil wenn er zu schwer ist, dreht sich's nicht so schnell genug und wenn er zu leicht ist, macht's und dann ist es auch doof. Und der Originalbommel ist schon lang zerkaut und zerfetzt. Okay, Springspiel. Yeah. Jean. Yeah. Jean. Oh, erwischt. Nicht schlecht, Jean. Ah, ich hätte so gern noch 500 cm zusammengekriegt. Insgesamt die Sprungpower. Kann man nichts machen. Jetzt kriegt die Katze mal ein Gourmet-Essen, würde ich sagen. Damit wir die Happiness wieder ein bisschen auffüllen. Weil wer nicht glücklich ist, der kann keinen Sport machen. Und jetzt ein bisschen Stretching. Ich versuche diesmal. Es ist so bekloppt. Ich finde es so toll. Ich weiß wirklich nicht, was das überhaupt bringen soll. Also der Katze. Don't try this at home. Nicht daheim nachmachen. Okay. Und jetzt noch eine Turbo-Massage. Oh, in die Richtung. Ah. Puh, ich glaube, das war gar nicht schlecht. Aber mein Controller geht kaputt, wenn wir das oft machen. 0,88 Pfund verloren. So, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich schätze mal, neue Videos und so kriegen wir nicht von alleine. Nee, genau, da müssen wir... Die müssen wir uns verdienen. Gehen wir speichern. Ah, wunderbar. Doch, man hört sie ganz leise schnurren, wenn man auf dem Klo sitzt. Toll. Wenn man auf dem Klo sitzt und ganz leise ist, kann man die Katze schnurren hören. Das klingt wie so eine bizarre Geschichte, die man seinen Kindern erzählt, damit sie nicht so rumschreien auf dem Klo. Wenn du auf dem Klo ganz leise bist, dann kannst du Katzen beim Schnurren hören. Sudala, neue Nebenjobs. Cool, ich bin gespannt. Nebenjob Nummer 3. Kokosnuss-Grabber. Kokosnuss-Grabber, ganz genau. Kennen wir schon aus dem ersten Teil, aber diesmal garantiert
ein bisschen anders. Die Kinder in dieser Stadt haben ihre reiche Geschichte vergessen. Sie sammeln keine Kokosnüsse mehr. Das ist ein Desaster. Die Tradition besagt, dass du kein echter Mann bist, wenn du nicht deine erste pelzige Kokosnuss gegrabt hast. Du musst ein Role Model für die Kinder sein. Mach es richtig. Okay, kick the coconut trees to make the coconut fall. Gather as many coconuts and carry them to the goal. A springen, Y, Y kicken. Und dashen kann man auch noch, okay. Kick! Und wie sammle ich die Kokosnüsse eigentlich auf? Das wär noch eine gute Information gewesen. Verdammt. Ach so, warte, muss ich die beim Fallen fangen? Nee, das kann nicht sein. Wie? Ich weiß nicht, wie ich die sammeln soll. Das ist ein bisschen doof. Ja, ich muss die wirklich auffangen. Oh, Mist. Okay, dann habe ich alles falsch gemacht bis jetzt in meinem Leben. Yes, das war gut. Oh, wie soll denn das gehen, dass man die auffängt? Vielleicht muss ich stehen bleiben. Nee. Ah, ha! Ah, aber jetzt verstehe ich das Minispiel. Okay, das ist irgendwie nice. Das ist irgendwie nett. Das machen wir nochmal. Und zwar besser. Hey, Sepuluni, wie geht's dir? Mir fällt die Decke auf den Kopf sehr bald. Mir geht's gut. Ich bin sowieso ein Stubenhocker. Deswegen beeinflusst mich das irgendwie alles gar nicht. So muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man so ein Rausgemensch ist, kann ich mir vorstellen, dass einem das auf Dauer belastet. Aber zum Glück ist es ja ein Ende in sich zumindest. Sehr nice. Gab's da nicht so ein Hugo-Spiel? Dieser Fernsehtroll, wenn ihr euch erinnert, damals, das so ähnlich funktioniert hat? Ich glaub schon. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Das haben wir jetzt mal vor kurzem aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, welcher Teufel uns da geritten hat, auf YouTube geguckt. Da kann man sich ganz viel alte Hugo-Folge angucken. Und Mann, waren die 90er strange. Oh, Wespen, mir hat kein Tutorial jemals irgendwas von Wespen erzählt. Wenn ich das gewusst hätte. Das ist echt eigentlich eine voll nette Idee für so ein Retro-Spiel. Das Spiel ist nämlich wirklich nicht nur mit so Minispielen vollgekleistert, sondern die Minispiele machen auch noch wirklich Spaß. Also nicht alle nur für ein paar Minuten, aber länger muss man die ja auch nicht spielen. Dafür sind sie da, um ein paar Minuten Spaß zu machen. Und das macht das Spiel echt gut. Oder die Spiele im Spiel machen das echt gut. Next Stage. Was mache ich jetzt gegen den Skorpion? Ah, vielleicht? Nee, keine Ahnung. Kicken! Nee. Keine Ahnung. Drüber springen wahrscheinlich. Das wäre die Lösung gewesen. Ich habe vergessen, dass es eine Sprungtaste gibt. Die kriege ich nicht mehr.
Echte Pros können wahrscheinlich im Vorbeilaufen die Palme kicken und dann im Sprung aus der Luft die Kokosnüsse fangen und so crazy shit. Ich würde gerne mal einen Speedrun sehen, aber nicht zu No More Heroes 2, sondern explizit zu diesem Minispiel. Das würde mich interessieren. Oh, das war ja ein super gemeiner Winkel. Ah, schade, man springt ein bisschen hoch. Yes. Wie geht's mit dem Plattformer voran? Den Plattformer habe ich im Grunde so ein bisschen pausiert. Ich schaue mir da immer wieder Tutorials an und eigne mir neue Fähigkeiten an, damit es nicht einschläft. Aber ich komme zurzeit einfach leider echt nicht dazu, dass ich da großartig weitermache. Ich muss in den Urlaubswochen, die ich mir immer wieder mal übers Jahr verteilt nehmen werde, da konzentriere ich mich dann eher auf das Spiel. Aber das wird ein Projekt, das mich sehr lange begleiten wird und ich werde es wahrscheinlich auch sehr stark zusammenstreichen vom Konzept her, weil das alleine so nebenbei, neben dem Kanal quasi, neben dem echten Job einfach sonst nicht zu bewältigen ist. Hugo war mega. Ich habe bis heute die Eule im Ohr. Merk dir das Symbol. Du brauchst es später. Das sagt mir gar nichts mehr. Aber ja, Hugo war cool und weird. Ich habe das früher auch immer geguckt. Wie blöd. Das war überhaupt, das war so eine Zeit der TV-Spiele irgendwie. Da gab es ja auch diesen komischen Sat-1-Ball, den man dann irgendwie steuern musste. So, das ist jetzt mies. Yeah. Okay. Oh! Das war echt gemein. Wie soll das gehen hier? Au. Schnell umdrehen. Yes. Ah, der ist schon automatisch weitergelaufen, weil ich die Ziellinie berührt habe. Das ist ja voll gemein. Vielleicht sollte ich wirklich mich auf sowas. Sowas wie das da. Das könnte ich machen. Weil du gerade über den Plattformer geredet hast. Mein ursprüngliches Konzept für das Spiel ist nämlich einfach viel zu komplex. Das kann ich so nicht machen. Das ist unrealistisch. Aber für den Anfang, sowas wie die Minispiele in dem Spiel, das könnte ich machen. Für den Anfang. Nice work. Sehr gut. Ich wünschte, meine Frau hätte deine Kokosnuss-Handling-Skills. Okay, Sidejob Nummer 4. Pizza mit Essig. Center Destroy braucht dich. Pizza Bat haut all die kleinen Familienpizzerien aus dem Business. Und Pizza Suplex ist die beliebteste von denen. Seit Generationen in der Stadt und super cool und fast bankrott und wir brauchen einen super Pizzaboten und das sind wir. Okay. Change Gear, Gangschaltung, Gas geben, Bremsen. Na dann. Woher weiß ich denn, wann ich Gang schalten muss? Bin ich gerade explodiert, weil ich die Gangschaltung zu früh gedrückt habe? Oder habe ich nicht auf die... Ach, es gibt nur Low und High. Na gut, okay. Ah, das wäre gut gewesen gerade. Das wäre gerade ein Power-Up gewesen. Das ist so ein bisschen in
Yakuza. Wow. Gibt's auch so ein Retro-Sega-Rennspiel mit Cabrio und so. Das ist so ziemlich genau das gleiche. Oh, ich muss auf Low schalten. Auch mit dieser Low- und High-Gang-Schaltung. Wie viel Leben habe ich eigentlich? Oder geht es um Zeit? Es geht um Zeit. Es geht nicht um Leben. Mit kleinen Schritten zum Entwicklungsstudio. Ja, das wäre natürlich total awesome. Aber das glaube ich eher weniger. Dass das mal hinhaut. Diese Geschwindigkeiten. Lächerliche Geschwindigkeit. Und? Ah, geschafft. Ich dachte, ich bin tot. Aber wir haben es voll geschafft. Wir hätten noch eine Minute Zeit gehabt. Ich hoffe, das gibt ein ordentliches Trinkgeld. Für die schnelle Lieferung. Perfekt Bonus. Ja, nicht schlecht. Neuer Hintergrund. Nicht mehr in der Wüste. Oh. Oh. Double Kill. Boah, das ist voll mies. Ich glaube, schon langsam muss ich die Bremstaste benutzen. Ich weiß schon, Rennspiele und Bremsen, das passt nicht zusammen. Wer bremst, verliert, aber ich glaube, ausnahmsweise ist es hier in den Kurven manchmal notwendig. Boah, das ist voll mies hier. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Aber der Pizzakunde verlässt sich auf mich. Wow, ich meine, guckt euch das an, ey. Guckt euch das an. Was ist los hier? Das gibt's doch nicht. Warum fahren eigentlich alle Autos hier in eine Richtung und es ist nicht meine? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Das sieht von den Markierungen her so aus, als wäre das irgendwie... Also, als wären das zwei verschiedene... Aber da waren auch gerade irgendwie Werbeschilder mitten auf der Straße, insofern... Was weiß ich. Aber wir haben es geschafft. Ist anscheinend leicht. Thank you. Okay, Stage 4. Das war jetzt schon echt hart, ey. Und ich versuche immer noch rauszufinden, wie der Turbostart geht. Ich kann nicht glauben, dass es keinen Turbostart gibt. Aber wer weiß. Wow. Oh, ich muss hochschalten, den Gang. Mein Gott, was für eine Lastwagenkolonne. Oh, ist das mies. Oh, damn it, ey. Ich muss echt mal diese Bremse testen. Aber wie soll man eine Bremse, wenn man dauernd über Turbos fährt und super schnell ist? Ah! Komm schon, Auto. Ah, okay. Sobald ich ein Turbo berühre,
bin ich quasi tot. Vielleicht sollte ich keine Turbos mehr einsammeln. Aber man wird so schnell, wenn man Turbo einsammelt. Da kann ich nicht Nein sagen. Ja, ich versuche immer in die falsche Richtung auszuweichen. Oh, oh, das wird knapp, Travis. Ob wir das noch schaffen? Jetzt reißen wir uns mal zusammen hier. Fünf. Oh, passt. Aber das war echt knapp. 5 Sekunden. Wenn jetzt noch ein Stage 5 kommt, schaffen wir den nicht mehr. Aber ich glaube, es war's. Das war der Boss-Level. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin jetzt eine Legende unter Pizza-Fans. Überall. Sehr gut. Cool. Dann gehe ich jetzt mal schnell zum Airport 51. Und dann schauen wir kurz, ob es neue Klamotten gibt. Ich finde, wenn es neue Klamotten gibt, kaufen wir die auch. Und Schluss. Und wenn sie noch so doof aussehen. Ich hätte gern den Zylinder hier, aber den gibt's wieder nicht wahrscheinlich. Ich glaube, da sind neue dabei. Ja, genau, die Ice Creams sind neu. Mit der Jacke sieht man irgendwie die T-Shirts kaum, aber das Ice Cream T-Shirt hat was. Das hat Style. Oh, meine Güte. Was ist denn das für eine Jacke? Die sieht bekloppt aus. Ich nehme 2. Nee, ich nehme nur 1. Und die dazu passenden Mad Rebel Hosen. Wenn schon, denn schon. Werden wir zum Mad Rebel. Und die Mad Rebel Glasses. Oh Gott. Das sieht echt bekloppt aus. Ich find's super. Kaufen wir die Mad Rebel Kollektion. Ach, das, wenn ich jetzt wirklich vor jedem Level, vor jedem Bosskampf, eine neue Kollektion kaufen kann, dann ist das zwar teuer, aber das würde mir gefallen. Das sehen wir jedes Mal ein bisschen anders aus. Nicht schlecht. Also diese Jacke, dass die im Grunde bauchfrei ist, aber dann nur so halb zu und so. Das ist ein interessanter Style. Auf jeden Fall. Sehr interessant. So, mal schauen, ob es was... Ich konnte irgendwie beim letzten Mal die Laserschwerter nicht wechseln. Ich weiß nicht, wie... Ich hab irgendwie... Dachte ich wüsste es. Aber es hat nicht ganz hingehauen. Schade. Ich dachte, die gibt mir vielleicht nochmal einen Tutorial-Tipp, wie es funktioniert. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Beim nächsten Schwertkauf. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal trainieren. Und dann... Nächste Mission. Okay. Das ist schon Trainingslevel 2. Ich wollte gerade sagen, ich darf nicht zu weit nach vorn laufen, sonst habe ich ein Problem, wenn er einen Knopf drückt. Und in dem Moment drückt er. Oh, Alter! Das ist ein bisschen gemein. Hey, ich kann nicht so schnell drücken wie der. Das ist ja irre. Ich glaube, das wird noch zum Problem. Oh, mein Gott, der spinnt. Wenn das jetzt Stufe 2 war von 5 oder 6 oder so, dann wird das lustig noch. So, da. Dann machen wir noch das Boxtraining.
Okay. Wie war das gleich nochmal? Ich hätte es mir nochmal durchlesen sollen. Ich glaube, A schlagen, B kicken, oder? Okay. Dammit, warum? Yes! Ach, darf ich das einfach so spammen? Weil das macht's leichter, ehrlich gesagt, um einiges. Oh yeah, Fallen Crusader! Wow! Dankeschön für die super großzügige Spende, um den mageren Winter zu überbrücken. Danke, das ist wirklich super nett von dir und super hilfreich. Und der zweite Special Stream für diesen Monat ist erreicht dadurch. Dankeschön, das freut mich sehr. Das heißt, diesen Donnerstag hatten wir sowieso schon und nächsten Donnerstag ist jetzt auch im Kasten schon. Nice. Vielen Dank, Fallen Crusader. Das ist echt super nett. Für das gute Training. Sodala, dann können wir schon zur nächsten Hauptmission. UAA Office. Hey, aber ich dachte, diese ganze Superheldenliga, ich meine Assassinenliga, war im ersten Teil doch nur dann ein Scam von ihr. Wo sie so trottelige Loser wie Travis Touchdown reinlegt und abzockt. Und jetzt ist die echt? Hä? Verstehe ich nicht. Let's get started. Right. So, who's next? Charlie and his groupies. Groupies? What's that supposed to mean? Thanks. If I told you now, I'd ruin the surprise. Go see for yourself. Fine. Whoever they are, I'll make sure they get a nice close-up of my beam katana. All you feel is ecstasy when you kill. It's like you're getting off. Seriously. You need help. Everybody deals with grief differently, right? Some people fuck at funerals. I cut off heads. Do what you must, Travis. Die sieht komplett anders aus wie im ersten Teil. Vielleicht ist sie auch eine andere Figur, die genauso heißt und genau den gleichen Dialekt und genau die gleiche Stimme hat und genau das gleiche macht. Sehr wahrscheinlich.